Liebe Patienten, wir sehen hier die typischen Zeichen einer Parodontitis. Wir können erkennen, dass sich der Knochen resorbiert hat. Er steht nicht mehr an der ursprünglichen Position. Hier an diesen Stellen ist es deutlich zu erkennen, hier an diesen schwarzen Stellen kann man sehen, dass der Knochen sich resorbiert hat. Der Knochen ist zerstört durch die Parodontitis. Die Ausprägung der Parodontitis kann unterschiedlich sein. Manchmal ist es nur lokalisiert an den Backenzähnen, manchmal auch an den Frontzähnen. In vielen Fällen befasst die Erkrankung aber auch mehrere oder alle Zähne. An den Backenzähnen haben wir mehrere Wurzeln und manchmal ist es auch hier im Röntgenbild zu erkennen, dass der Knochen sich zwischen diesen Wurzeln resorbiert hat. Wir sprechen dann von Furkationsläsionen. Der Parodontologe, der Zahnarzt, braucht, um eine richtige Diagnostik zu machen, beides. Sowohl das Röntgenbild wie auch die Untersuchung der Zähne und des Zahnfleisches im Mund.